Moin Moin und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal Cloudplay. Mein Name ist Ben aka Captain Aldi und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr mehr aus eurer MetaQuest-Brille herausholt, denn wir schauen uns heute an, wie Sideloading funktioniert und was ihr dafür machen müsst. Mit dem Metastore und dem App Lab haben wir von Haus aus schon zwei Möglichkeiten, coolen Content auf unser VR-Headset zu bekommen. Nun gibt es jedoch aber auch Apps und Mods und Spiele, die es nicht in den offiziellen Store schaffen. Da das Betriebssystem der MetaQuest aber auf Android basiert, können wir trotzdem die ein oder andere App installieren. Dafür müssen wir nur ein wenig basteln und ich zeige euch, was wir dafür brauchen. Um den Entwicklermodus zu aktivieren, benötigen wir, anders als beim reinen Android, ein Entwicklerkonto. Um dieses zu bekommen, klickt dazu auf den Link, den ihr in der Videobeschreibung findet. Loggt euch dann mit eurem Meta-Konto ein und das sollte natürlich genau das gleiche Konto sein, welches ihr auch auf eurer Meta-Quest benutzt. Nach dem Einloggen entscheiden wir uns für eine von zwei Methoden, um unser Konto zu verifizieren. Kreditkarteninformation oder die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Letztere Variante ist tatsächlich die einfachste. Hier bekommt ihr nämlich bei jedem Einloggen eine SMS dann auf euer Smartphone geschickt oder ihr könnt auch eine Authentifikator-App dazu benutzen. Zu guter Letzt brauchen wir jetzt nur noch einen Namen für unsere Organisation. Tragt hier einfach irgendwas ein. Vergesst nicht, die Vereinbarung sollte bestätigt werden und wenn das alles passiert ist, dann nur noch auf Senden klicken. Mit unserem frischen Entwickler-Account können wir jetzt den passenden Modus auch auf unserem Headset aktivieren. Alles, was ihr dafür braucht, ist nur die Smartphone-App, die ihr ja im Idealfall eh schon drauf habt. Also rein in die MetaQuest-App und dann auf Menü. Punkt Geräte wählt ihr dann euer Headset aus und geht dann in die Headset-Einstellungen. Dort finden wir jetzt, was vorher nämlich nicht da war, den Punkt Entwicklermodus. Einfach nur anklicken und aktivieren. Was ihr jetzt nur noch machen müsst, ist einmal euer Headset neu starten, damit die Einstellungen auch frisch übernommen werden. Mit dem USB-Kabel verbinden wir jetzt die VR-Brille mit unserem PC. Wichtig an dieser Stelle ist, während unser Headset mit dem PC und dem Kabel verbunden ist, bekommen wir nämlich ein paar Pop-ups mit Systembenachrichtigungen. Hier müssen wir jetzt alle USB-Verbindungsanfragen ausnahmslos bestätigen, da es sonst keine Verbindung mit dem PC und auch SideQuest selber gibt. Sind alle Berechtigungen erteilt, dann können wir jetzt auf die Seite von SideQuest gehen, den Link findet ihr in der Videobeschreibung, und klickt auf Get SideQuest. Hier finden wir zwei Möglichkeiten, entweder den Web-Installer oder den Advanced-Installer. Für den vollen Funktionsumfang empfehlen wir euch die Advanced-Variante. Möchtet ihr lediglich die SideQuest-App auf eurem Headset nutzen, dann reicht auch der Web-Installer. In beiden Fällen solltet ihr euch aber ein Benutzerkonto anlegen. Nachdem wir den Advanced-Installer heruntergeladen und installiert haben, unser Headset mit dem PC verbunden ist und alle Berechtigungen im Headset erteilt sind, finden wir oben links in der Ecke einen grünen Punkt, der uns sagt, dass alles okay ist. Jetzt könnt ihr in Ruhe stöbern und solltet ihr was Passendes gefunden haben, könnt ihr das Ganze direkt per Klick auf euer Headset installieren. Auch APK-Dateien, welche ihr auf dem Rechner habt, könnt ihr jetzt direkt dann über SideQuest ganz einfach installieren. Um die Apps, die ihr über SideQuest installiert habt, auf eurem Headset zu finden, öffnet die App-Übersicht. Ja, sie tauchen hier direkt nicht auf. Dafür gehen wir jetzt oben rechts in das Dropdown-Menü und wählen den Filter Unbekannte Quellen. Hier findet ihr alles, was ihr über SideQuest installiert habt. Mit der SideQuest-App könnt ihr übrigens nicht nur APK-Dateien installieren und Sachen aus dem SideQuest-Store installieren, sondern
Ihr könnt noch Einstellungen vornehmen für euer MetaQuest-Headset, die ihr so generell gar nicht in den Einstellungen findet. Aber das schauen wir uns gerne in einem anderen Video an. Wir wünschen euch viel Spaß beim Ausprobieren, Stöbern, Installieren und vor allen Dingen beim Zocken. Mein Name ist Ben aka Captain Aldi und das ist CloudPlay.